Bismillahir Rahmanir Rahim. Zwei Wörter. Mata DMX. DMX ist gestorben. Viele, die hier sitzen, kennen wahrscheinlich diese Person. Und jeder von euch weiß, dass diese Person nichts Gutes gemacht hat, die Menschen nicht zum Guten gerufen hat. Im Gegenteil, über was hat er gerappt? Sagt mir die Themen. Drogen. Sinner. Was noch? Kriminalität und so weiter und so fort. Nochmals, die ihn anbeten, er ist gestorben. Und Allah ist derjenige, der nie stirbt, subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, wie ist er gestorben? Man sagt, er ist an einer Überdosis gestorben. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, innama al-a'malu bil khawatim. Die Taten entsprechen dem Ende. Bedeutet, so wie du gelebt hast, dein ganzes Leben, so wird dich dieses beim Tod einholen. Für was hat er gelebt? Für Drogen. Für Drogen. Und daher sagen unsere Gelehrten, man aasha ala shay, mata alay. Derjenige, der für etwas lebt, so wird ihm das am Ende seines Lebens einholen. Ist das passiert? Das heißt, ich frage diejenigen, die solche Leute hochloben und sie vielleicht sogar lieben, weil iyadu billah, was kein Muslim, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, tun darf. Wo ist euer Vorbild? Euer Vorbild ist tot. Wird ihn morgen noch jemand erwähnen? Antwort. Erwähnen wir Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tag ein, Tag aus. In dieser gesamten Welt vergeht nur eine Sekunde, ohne dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt wird. Antwort. In der gesamten Welt, wenn es nicht in dem Land ist, dann in dem Land. Wenn es nicht in der Stadt ist, dann in der Stadt. Wenn es nicht in der Ortschaft ist, dann in der Ortschaft. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wird überall erwähnt. Und so sagt uns Allah azza wa jal, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im gesamten Allahs ist euch ein schönes Vorbild gegeben worden. Nicht in DMX und nicht in BMX und nicht in TTX, sondern Allah hat uns unser Vorbild bestimmt. Dieses Vorbild, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ist wahrlich ein gewaltiges Vorbild, denn ihr habt diese ganzen Konvertierung mitbekommen. Was müssen diese Leute aussprechen, damit sie Muslime werden? Na, die Shahada. Und wessens Namen wird erwähnt in der Shahada? Allah. Allah und? Gesandter. Und sein Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein Vorbild. Nichts anderes. Ich hoffe, meine Geschwister verstehen. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.